Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute soll es mal ein Video geben, was ich eigentlich schon länger machen wollte, aber irgendwie einfach vergessen habe. Und zwar eigentlich den dritten Teil von meiner Road to Cannabis-Patient-Serie sozusagen. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Das erinnert mich irgendwie immer an diese früheren Videos von den COD-YouTubern, wo dann immer Road to, was weiß ich, für einen Rang gemacht wurde oder so. Zumindest, ja, und zwar soll es heute um den Medikamententeil gehen. Das hatten sich ja sehr viele gewünscht, dass ich halt über die Medikamente rede, die ich genommen habe, und um die Nebenwirkungen. Und um das schon mal so ein bisschen einzuleiten, möchte ich direkt anmerken, dass ich einer bin, der nicht viel von Medikamenten hält, was sich aber erst richtig entwickelt hat, nachdem ich dann diese ganzen Medikamente genommen habe. Also ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich mit der Einstellung daran gegangen bin, dass diese Medikamente mir eh nicht helfen werden. Ich habe sie trotzdem alle genommen und ich habe auch immer gehofft, dass sie mir helfen. Nur ich habe in meinem Leben einfach nie Medikamente genommen, weil ich nie, wie soll man das nennen? Ich hatte einfach nie die Verwendung dafür. Ich bin halt einer, der sehr, sehr selten krank wird. Und wenn ich krank bin, dann denke ich mir immer, jo, mein eigenes Immunsystem wird das schon regeln. Da muss ich mir nicht irgendwelche scheiß Tabletten reinwerfen. Und so habe ich es dann auch gemacht. Und dadurch ist mein Immunsystem eigentlich sehr stark geworden. Und das ist bei mir so, dass ich halt manchmal, ja, habe ich ja schon öfter erwähnt, jahrelang gar nicht krank bin. Und ja, zu der Zeit bin ich dann halt zum Arzt gegangen. Das Ganze hat ja lange gedauert, habe ich ja in der letzten Folge erwähnt. Und dann habe ich halt das erste Medikament verschrieben bekommen. Das war damals, ich glaube, Pramipexol hieß das. Das war unter anderem auch ein Medikament, was man bekommt, wenn man zum Beispiel Parkinson hat. Das ist allgemein bei den RLS-Medikamenten so, dass man halt viele Medikamente nehmen muss, die auch eigentlich für Parkinson sind, weil das wohl so, ja, ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Und das Pramipexol habe ich genommen und ich bin immer so einer, der eigentlich so allgemein vorsichtig an solche Dinge rangeht. Als ich zum Beispiel früher halt mit Cannabiskonsum sozusagen angefangen habe, da habe ich da noch nie irgendwie 1 Gramm Joints geraucht. Das habe ich erst Monate später gemacht. Ich bin immer bewusst an die Sachen rangegangen und habe mir immer gedacht, lieber ein bisschen weniger nehmen und erstmal gucken, wie das Ganze so ist. Und ich glaube, das war in dem Fall auch eine wirklich gute Entscheidung. Weil bei diesem Pramipexol habe ich zum Beispiel eine halbe Tablette genommen und ich sollte eigentlich eine nehmen. Und bei dieser halben Tablette hatte ich schon so viele Nebenwirkungen. Also in dem Fall gingen die Nebenwirkungen von, dass ich einfach manchmal extrem müde war. Das war zum Beispiel in der Uni so. Ich bin damals noch zur Uni gegangen und ich habe so in der Uni gesessen. Und auf einmal bin ich so, keine Ahnung, so, es war wirklich so, als würde man so, keine Ahnung, man kennt das ja, wenn man so ein bisschen länger wach bleibt, dann wird man ja immer pro, sagen wir mal, Stunde immer müder. Und dieser Zeitpunkt, der sich vielleicht, was weiß ich, wenn man jetzt sagen wir von 22 bis 5 Uhr nachts wach ist und das ansonsten halt nicht, was weiß ich, fast jeden Tag macht. Ich habe das nie gemacht, also ich bin eigentlich einer, der immer regelmäßig schläft und so weiter und so fort. Und dieser Zyklus, der hat sich bei mir in der Uni innerhalb von einer Minute abgespielt. Das heißt, ich habe da so gesessen, ich war relativ wach und auf einmal war ich übelst müde. Und ich bin wirklich mehrfach in der Uni fast weggepennt. Und was ich dann auch hatte, waren zum Beispiel Blackouts. Das heißt, ich bin zum Beispiel, ich kann mich noch zum Beispiel daran erinnern, dass ich von der Uni losgegangen bin. Und dann bin ich gegangen. Und auf einmal war es so, also ich bin wirklich gegangen. Und auf einmal war es so, als wäre ich aufgewacht. Und auf einmal saß ich ja, in einem Raum drin. Aber ich wusste überhaupt nicht, wie ich da hingekommen bin, was ich in diesem Raum mache, warum ich hier bin. Ich musste dann wirklich erstmal auf meinen Stundenplan gucken. Und dadurch dann sozusagen herausfinden, wo ich überhaupt gerade bin, was ich hier mache, was ich hier soll. Und ja, das war schon sehr beängstigend. Dann hatte ich zum Beispiel auch sehr oft Herzrasen, dass ich einfach so vom PC gesessen habe. Und auf einmal hat mein Herz angefangen, immer schneller und immer krasser zu schlagen. Und boah, das war echt stressig. Also da hatte ich wirklich manchmal das Gefühl, dass ich gleich verrecke wegen diesen, das
wenn du wirklich so dein Herz spürst, wie das so richtig krass durch die Brust sozusagen fast schon durchpocht, dann ist das schon ein Gefühl, was man eigentlich nicht haben will, ne? Sollte ja auf jeden Fall klar sein. Das Problem war auch noch an der ganzen Sache, viele Nebenwirkungen haben, ist ja eine Sache, ne? Aber hat man dann auch Wirkung gehabt? Und die hatte ich halt leider nicht. Also es war so, dass ich ungefähr 3 Stunden schlafen kann. Also vorher waren es so 1 bis 2 Stunden pro Tag. Und das ist dann so auf 3, manchmal 4 Stunden hochgegangen mit diesem Medikament. Aber wenn man dafür vergleicht, dass ich Nebenwirkungen hatte, die mich extrem gefickt haben und ich trotzdem durch diese Medikamente einfach den ganzen Tag fertig war, war der Mehrwert halt extrem gering und besonders auf Dauer. Ich habe wie gesagt nur die Hälfte der Dosis genommen und ich habe eine halbe Tablette genommen, ich hätte eine nehmen sollen und dann hätte ich nach einer Woche Eingewöhnungszeit mindestens das Doppelte nehmen müssen und das mehrfach am Tag. Und ich habe eine halbe genommen, die hat mich schon total gefickt, also da will ich gar nicht wissen, wie es gewesen wäre, wenn ich da ja viel, viel mehr genommen hätte von diesem Zeug. Und das ging halt immer so weiter, ich habe immer mehr Medikamente bekommen und die immer genommen und sie hatten halt immer irgendwelche Nebenwirkungen. Ja, was kann ich da noch zum Beispiel nehmen? Ich hatte so Neupro-Pflaster, das waren so Pflaster, die hat man sich so geklebt, also die hat man sich einfach auf den Arm geklebt, so ein Pflaster. Und die waren an sich nicht schlecht. Die haben zwar nicht wirklich gut geholfen, es war trotzdem, ich weiß gar nicht, ich kann mich auch nicht mehr so krass daran erinnern, aber die Nebenwirkungen waren halt immer beschissen. Vielleicht habe ich damit 4, 5 Stunden oder so geschlafen, aber das Problem war, diese Pflaster waren halt überhaupt nicht für mich persönlich geeignet, weil ich bin einer, sobald mich ein Sonnenstrahl trifft, fange ich eigentlich an zu schwitzen. Und bei diesen Pflastern war das Problem, dass sobald ich geschwitzt habe, hat sich der komplette Wirkstoff aus den Pflastern auf einmal sozusagen in meinen Körper entleert, no homo. Und das hat einfach dazu geführt, dass man, ja, ich manchmal, wenn ich bei Fitness war oder nur noch draußen gegangen bin und ich dann halt angefangen habe zu schwitzen, dann war das wie, als würde mir gerade irgendwer eine Spritze Heroin reindrücken oder so. Ich war auf einmal super fertig, super müde und mir ist auch extrem übel geworden und mir ging es einfach richtig beschissen. Und das halt immer, wenn ich geschwitzt habe. Und ja, wenn man jetzt mal berechnet, man will Sport machen, da schwitzt man. Wenn man sich einmal zu dick anzieht, schwitzt man. Wenn man einmal die Heizung zu weit aufdreht, schwitzt man. Wenn man im Sommer sich befindet, schwitzt man. Und ich bin einer, der schon bei 15 Grad gefühlt anfängt zu schwitzen. Dann sind die halt überhaupt nicht geeignet. Dann hatte ich zum Beispiel noch ein Medikament, was sehr, sehr stark war. Das war wirklich das einzige Medikament, wo ich 8 Stunden durchgeschlafen habe. Also wo ich wirklich, ich muss mich hier mal kurz hinsetzen, damit es ein bisschen gemütlicher ist. Nicht, dass ich hier noch mehr im Kreis laufe. Aber das war das erste Medikament, wo ich wirklich, sagen wir mal, durchschlafen konnte. Das war wie so ein komatöser Schlaf. Also ich habe die genommen und eine halbe Stunde später war ich einfach weg. Dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und ich war ultra fertig. Also so, als hätte ich irgendwie 3 Tage nicht geschlafen und dann ging auch überhaupt nichts. Also ich habe mich morgens so gefühlt, wie als wäre ich den ganzen Tag, wäre ich den ganzen Tag unterwegs gewesen, hätte Sport gemacht und so weiter und so fort. Und dann ist das Medikament auch weggefallen, weil ich hatte halt durch den Schlaf überhaupt keine Erholung. Ich weiß nicht, wie genau man das sozusagen medizinisch erklären kann. Aber ich habe halt, anscheinend war ich halt 8 Stunden weg oder habe 8 Stunden geschlafen. Aber ich hatte niemals die Erholung von 8 Stunden. Also es hat sich eigentlich genauso angefühlt wie nicht schlafen, nur noch beschissener. Besonders weil das Medikament auch so stark war. Und das kann man eigentlich so zu den Medikamenten sagen, die ich genommen habe. Sie waren halt alle scheiße. Irgendwann war ich austherapiert. Das heißt, ich habe alle Medikamente genommen, die ich für meine Krankheit nehmen kann. Dann ist man halt austherapiert, so ist da der Begriff sozusagen für. Dann habe ich damals Jakob kennengelernt und der hat mir das Ganze dann mit dem Cannabis-Patient-Dasein ein bisschen näher gebracht und dann habe ich mich da halt informiert, mich damit beschäftigt und bin das Ganze dann angegangen
und habe zu der Zeit natürlich auch ja, schon gekifft, habe ich ja in den Videos davor auch gesagt und halt auch gemerkt, dass es mir hilft. Aber zu der Zeit, wo ich die Medikamente genommen habe, habe ich 5 Monate lang nicht gekifft. Also nicht, dass jetzt wieder irgendwie Leute mir vorwerfen würden, ich hätte einfach eiskalt Mischkonsum betrieben und deswegen waren die Nebenwirkungen vielleicht zu stark. Nope. Ich habe erstmal 2 Monate überhaupt keine Medikamente genommen und auch nicht geraucht. Und dann ja, nochmal 3 Monate Medikamente genommen, Medikamente getestet. Und ja, war halt scheiße. Und falls ihr noch irgendwie eine Frage zu dem Thema habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Video. Ciao.